Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sister Matters. Mit mir dabei ist der Kite. Hallo. Ich bin der Daniel und wir befinden uns auf einer Convention. Also nicht wundern, wie Hintergrundgeräusche man ab und zu hört. Das ist Patrick, der hinter uns für den Ton verantwortlich ist. Das Tolle ist, ich kann das sagen, weil Patrick wird sich das nie anhören. Das ist das Tolle daran. Ja. Super. Klasse. Wir haben uns vor Monaten bereits darüber unterhalten, dass wir noch einen Podcast machen wollten zum Thema Dread. Und zwar, wie man ein Dread-Abenteuer schreibt. Ich war am anderen Ende des Raums. Nur mal kurz hier. Du hast jetzt davon. Patrick, zurück ins Lager mit dir. Husch, husch. Anfang des Monats. Jahres? Anfang des Jahres haben wir uns darüber unterhalten, wie wir das machen wollen. Weil du bist der Einzige, der in dem Dread-Grundbuch ein neues Abenteuer geschrieben hat. Vielen Dank dafür nochmal, dass ich Gelegenheit hatte. Hat sehr großen Spaß gemacht. Ich wollte unbedingt, weil viele Leute kennen ja Dread schon und ich fand es richtig gut, dass wir noch ein neues deutsches Abenteuer da drin haben. Dann auch noch zum Thema tiefe Wesen und Innsmouth. Das finde ich nicht schlecht. Das geht immer, ja. Ich dachte mir schon früher, dass das ein wahnsinnig gutes Thema ist für Dread, weil die Flucht eben so gut dargestellt werden kann durch den Turm. Das ist fantastisch. Ja, es bietet sich schon sehr an. Also das war auch die Idee, die ich dann hatte, als ich das gesehen hatte. Und ich glaube, es läuft auch gut. Ich habe auch schon von ein paar Leuten gehört, die es gespielt haben und das ganz gut fanden. Ja. Ich erinnere mich, du hast es auch am Gratis-Rollenspieltag gemacht, unter erschwerten Bedingungen mit so einem Mini-Jenga-Turm. Ja, mit dem spiele ich immer. Also es ist, die Leute fluchen dann immer, aber das Ding ist erstaunlich haltbar. Und obwohl es nicht ist, ich klebe keine Sachen zusammen, auch wenn manche Leute es behaupten. Ja, sehr gut. Die sind schon alle. Ist ein klassischer Jenga-Turm. Nicht schlecht. Ich denke, wir werden einen Blick darauf werfen, wie man so ein Szenario designt. Wir haben ja schon einen weiteren Abenteuerband rausgebracht von Andreas. Das war so ein kleines Abenteuer, was Anfang des Jahres erschienen ist. Und jetzt kam noch ein weiterer Abenteuerband mit 5 neuen Abenteuern sogar. Ganz neu von deutschen Autoren. Und da freue ich mich natürlich sehr drüber, dass wir das möglich machen können. Und wenn jetzt jemand Ambitionen hat, sein eigenes Abenteuer zu schreiben, wird er hier bestimmt ein paar Tipps finden. Ja, werden wir mal sehen. Das Dread-Regelbuch hat ja tatsächlich einige Kapitel mit dem Thema, also 5 Kapitel fängt ja an, wie man ein Dread-Szenario schreibt. Die Ideen da drin und die Vorschläge sind echt richtig, richtig gut. Also interessanterweise tatsächlich nicht nur für Dread-Abenteuer, sondern für ein Horror-Szenario im Allgemeinen. Also lohnt sich, das noch ein zweites und drittes Mal zu lesen. Aber ich dachte auf deine nette Frage hin, wie man das macht, quasi mal eben kurz zu erzählen, wie ich an sowas rangehe. Also ich will nicht sagen, dass das im Regelbuch etwas verkopft ist, aber es ist viel Information, die man bekommt. Und vielleicht ist es so in kurz eher noch eine Möglichkeit, dass die Leute dann so auch mehr, das Gefühl haben, lass mich einfach mal anfangen, halt bevor ich mir hier so wie Theorie durchlese. Ich erinnere mich, viele Leute kommen ja auf der Messe zu uns, die sagen, ah, Dread kenne ich, das ist doch das mit dem Jenga-Turm. Warum ist dieses Buch so dick? Und das Buch hat ja nicht nur dieses, wie man ein Szenario baut, sondern auch noch diese ganzen Horror-Genres aufgelistet. Die würde ich dann immer zur Referenz heranziehen, wenn man irgendwie ein bestimmtes Genre abarbeiten möchte als Szenario. Das finde ich nicht schlecht. Richtig. So ein Splatter-Ding, dann guckst du im Splatter-Kapitel nach. Wenn du eher sowas Psychologisches haben möchtest, dann guckst du eben in dem psychologischen Kapitel nach. Ne? Aber grundsätzlich beginnt man ja mit einem guten Konzept für ein Abenteuer. Genau, das ist eigentlich das, was ich auch immer mache. Also wenn ich anfange, ein Dread-Szenario zu schreiben, dann hat das schon eine gewisse, sagen wir mal, eine spezielle Art und Weise, wie man da dran gehen sollte. Also klassischerweise hat man erstmal eine grundsätzliche Idee. Inspiration holt man sich aus Filmen und so weiter, dass man so ein großes Oberthema hat. Immer ganz gut, wenn man auch verschiedene Filme zu dem gleichen Thema hat. Also natürlich immer nett, wenn man sich jetzt genau auf einen Film versteift und sagt, das würde ich jetzt gerne mal nachspielen halt. Ne? Aber hilfreich ist es schon mal das Genre, keine Ahnung, ob es jetzt Hilly-Billy-Horror ist oder Kind des Teufels-Horror und so weiter. Mhm. Da guckt man sich halt ein paar Filme an. Also da guckt man sich halt nicht nur das Texas Chainsaw Massacre an, sondern auch mal Wrong Turn und so weiter. Dass man eine grundsätzliche Idee hat, was da alles passieren kann. Weil die Abenteuer, die Szenarien leben ja unglaublich von den Figuren. Und die Figuren selbst, also die ganzen Charaktere, die sind ja erstmal vom Spielleiter nicht vorbereitbar. Und das macht den besonderen Reiz dabei aber auch aus. Ich glaube auch, das ist die Krux an dem Dread-Abenteuer, dass der Fragebogen für die Spieler einer der wichtigen Bestandteile ist von dem Ganzen. Kann ich total unterschreiben, ja. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Dread-Abenteuer relativ klar und stringent aufgebaut sind in Akte und Szenen.
Genau. Also wenn ich so ein Konzept aufbaue, dann überlege ich mir erstmal halt, was soll es geben. Halt, ne? Dann geht es darum, was für Rollen sind da drin. Also das ist schon wirklich das Wichtigste. Ich gehe meistens von sehr klischeehaften Figuren und Situationen aus, weil die Besonderheiten kommen halt quasi Spieler mit rein. Aber erst einmal überlege ich mir, was sind da für Leute halt drin. Also wenn ich mir zum Beispiel Hilly-Billy-Horror anschaue, überlege ich mir, okay, kommt in irgendeine einsame Gegend halt, da ist ein Dorf, ne, und dann werden die Leute verhackstückt. Das ist so, erstmal, so möchte ich schreiben. Gutes Konzept. Das ist ein schönes Konzept, genau halt. Und dann überlege ich mir, okay, ich mache das Konzept mal ein bisschen anders als sonst, also nicht, keine Ahnung, vier Jugendliche auf dem Weg in die Ferien, ne, Studenten, die dann auf grausame Art und Weise ums Leben kommen, sondern ich nehme mal einen Reisebus. Zum Beispiel, nur so als Grundsatzkonzept. Und dann überlege ich, was denn so typische Figuren, die im Reisebus sind. Halt klar, dann nehme ich die olle Oma, die jetzt mit ihrem Mann oder vielleicht sogar ohne Mann, weil der gestorben ist. Oder dem Enkel. Und dem Enkel wunderbar Seemut, halt dort ist, ne, und unterwegs ist. Der krummelige Busfahrer. Genau. Daniel, so schreiben wir schreiben gerade hier ein schönes Szenario zusammen. Das ist hervorragend. Genau. Dann hast du noch die Ex-Polizistin, die gerade irgendwie auf dem Weg ist, die Scheidungspapiere ihrem Ehemann zu geben und so. Es schreibt sich von selbst. Das ist großartig. Ja. Genau. So, dann bin ich zu überlegen halt, okay, in so einer Geschichte, dann gibt es diese klassischen drei Akte, die man so hat, ne? Also eine Exposition, die Konfrontation, den Höhepunkt mit Auflösung. Wie sieht sowas in so einer Hilly-Billy-Horror-Geschichte überhaupt aus? Mhm. Also, Exposition. Wir fahren im Bus. Genau. Halt, ne? Am besten startet man direkt im Bus oder vielleicht vorne am Ticketschalter. Also am besten in medias res. Gebe ich hier vollkommen recht. Die Spiele sind ja auf relativ kurz aufgebaut, One-Shots gedacht halt. Und dann die Leute, ich würde tatsächlich das mit dem Ticketschalter, das ist schon, also da gibt es ihnen schon viele Möglichkeiten, ne, zu sagen, ich lasse das Ticket hier lieber mal liegen und fahre dann doch mit irgendwas. Und die sind schon da. Irgendwas hat dich dazu bewogen, in diesen klapprigen Bus einzusteigen. Ja. Genau halt. Und das ist auch sehr gut halt durch die Charakterbögen quasi vorauszusetzbar. Da gibt man den Leuten schon die bereits gelaufene Intention vor. Ja. Wunderbar. Diese schönen Fragen, die sie so gestellt sind. Natürlich wirst du niemals in so einen klapprigen Bus einsteigen, aber du musst es einfach, weil dein Hund krank ist. Dann großartig. Ja, das macht halt den Dread-Reiz dann auch aus. Okay, also Exposition. Erst einmal, sie sind in einem Bus halt, man lernt sich ein bisschen kennen. Ne? Also man gibt die Möglichkeit vor, im Bus, dass es zu Gesprächen kommt und natürlich auch, dass man schon einmal durch dieses seltsame Dorf fährt oder diesen seltsamen Ort vorbei an der seltsamen Schweineschlachterei vorbei und gibt dann schon mal ein paar Szenen vor, wo man auch schon mal anfängt, sich zu überlegen, was könnten denn zum Beispiel mögliche Züge sein, die man macht. Halt, ne? Also was in klassischer Weise, man fährt dran vorbei, kann man schon etwas erkennen. Genau, sie sagen, fällt dir auf, was der Mann von der Schlachterei in die Kirche bringt oder so. Ne? Großartig, super. Dann kommt durch die Konfrontation, ne? Also klassischerweise, der Bus hat eine Panne mit möglichst vielen Katastrophen dabei, sodass man da auch schon die nächsten Züge machen könnte. Mhm. Dann trifft man auf die Hilly-Billys selbst, natürlich. Und schlussendlich dann der Höhepunkt, die Auflösung. Irgendwie, man brennt die Farm, die Schlachterei ab. Genau. Oder so als ungefähres Ziel, was man vor Augen haben könnte, wie das Ganze endet. Oder einfach nur die heillose Flucht in einem alternativen, weil der Bus ist ja kaputt, Fahrzeug. Genau. Man muss im Grunde gar nicht so viel vorgeben. Es ergibt sich viel auch aus dem Spiel heraus. Also viele der die Szenarien aus dem Regelwerk, die sind sehr linear, fand ich. Insofern ist es ganz, ganz spannend auch mal zu sehen, wenn man es eben zum Beispiel im Gesamtdorf spielen lässt oder im Gesamtinsmis, dann hat man eben auch noch ein paar Merkwürdigkeiten, die man eben so links und rechts vom Weg angehen kann. Und dann hat man eben noch ein bisschen Wahlfreiheit. Das finde ich auch nicht schlecht. Genau. Es wird ja immer so ein bisschen das Gefühl von Railroading gegeben, halt, aber im Großen und Ganzen ergibt sich das eigentlich nur dadurch, dass diese Melange ist. Aus einerseits gibt man sehr vage Beschreibungen, man gibt Stereotypen vor, andererseits gibt man aber relativ klar gestellte Aufgaben, die sich dann in den Zügen darstellen. Die Aktstruktur hat dann auch eine gewisse Anzahl an Szenen immer pro Akt, meine ich. Das sind, glaube ich, so 4-5 Szenen. Genau, also 3 ist quasi das Minimum, sinnvollerweise. 4-5. Damit hat man schon aber auch dann die 4 Stunden, die so ein typisches Spiel gibt, aber auch gut. Und dann, dann ganz gut durchläuft. Respektive, wenn es ein paar mehr sind, kann man die auch wirklich alternativ zum Beispiel ansehen. Aber das ist natürlich dann was dann sehr speziell für die einzelne Geschichte ist. Ne? Aber wenn man sich tendenziell denkt, okay, in der Exposition gebe ich mal so 2 Züge, 2-3 Züge vor,
In der Konfrontation sind es ein paar mehr, so 5 bis 8, dann jeweils zu den 10 aufverteilt. Und im Höhepunkt, ne, dann sollte der Turm ja schon bereits ein bisschen sehr wackelig sein, wenn nicht schon einmal zusammengestürzt. Ja. Und dann geht's hart auf hart. Klugerweise ist es ja, glaube ich, so circa zwischen 30 und 40 Zügen sind, glaube ich, so, genau. Damit das am Ende spannend bleibt. Genau. Ne? Das sollte man als Spielleiter immer so ein bisschen im Auge behalten. Also tendenziell hat man jetzt eine grundsätzliche Idee, wie seine drei Akte aussehen. Mhm. Halt. Und dann kommt eigentlich so für mich immer so das die Feinmechanik, die Krux, die erste, die es da gibt, nämlich das Erstellen der Charakterfragen. Das ist eine Liste von relativ offenen Fragen. Das heißt, man sollte die Leute nicht allzu sehr in eine Ja- oder Nein-Antwort geben. Also eigentlich gar nicht. Aber man hat in der Gelegenheit schon unglaublich viele Möglichkeiten, die Atmosphäre des Spiels einzuleiten. Halt, ne? Also diese Frage, die du gerade gestellt hast. Ja, also irgendetwas, wenn wir jetzt in Richtung Splatter gehen, ne, das schon in der Frage selbst eine... Sagen wir etwas, eine blutigere Spur zu finden ist, ne, weil die Frage lautet, du musstest deinen Hund begraben, aber er war noch nicht ganz tot, als du es gemacht hast. Ah, sehr schön. Ja, ne? Genau. Was ist der Grund dafür? Ja. Und warum hast du den Hammer immer noch mit? Wunderbar. Damit haben wir erstmal die Psyche des Charakters ein bisschen in Frage gestellt. Ne? Vielleicht gibt es einen ganz tollen Grund. Ja, genau. Weil es immer der sein mag halt. Genau. Und andererseits hat man dem Mann schon mal einen Hammer richtig in die Hand gedrückt. Das ist grundsätzlich schon mal nicht schlecht. Und der Clou an den Sachen ist ja, dass man nicht nur den Charakter an sich designt, sondern im Grunde auch ein bisschen das Beziehungsgeflecht zwischen den anderen Figuren noch aufbaut. Genau. Weil du kannst nämlich noch fragen, woher kennst du den anderen Charakter? Oder warum hältst du den anderen Charakter für fragwürdig oder so? Genau. Das Netzwerk ist sehr, sehr wichtig. Das ist ja auch eine der typischen Fragen, die wir da drin haben. Wenn man sich ein, zwei Kapitel über die Frage des Charakters anschaut, das ist relativ am Anfang, dann sind ja im Prinzip die Fragebögen dazu da, zu wissen, Informationen, was ein Charakter kann, was er nicht kann. Typische Aufhänger für die Geschichte, die es für den Charakter interessanter machen. Mhm. Dann, dass man den Charakter meistens in die Geschichte selbst reinbaut. Also ne, der Mann mit dem Hammer, der dann vielleicht auch noch auf andere Art und Weise halt Fähigkeiten hat, gewalttätig zu sein. Die Möglichkeit natürlich, sie mit anderen Charakteren zu verbinden, ist extremst wichtig, wobei ich das immer interessant fand, weil da sollte man auch das vage halten. Das heißt, man sollte den Leuten Gelegenheit geben, zu entscheiden, mit welchem Charakter man was zu tun hat. Man sollte auch nicht sagen, warum ist dein Charakter mit der Doktorin gut befreundet, weil vielleicht ist die Doktorin bei diesem Spiel gar nicht dabei. Genau, und man legt dann eben schon so zwei Figuren, dann sind dann schon aneinander gekettet. Das kann manchmal auch hinderlich sein für das Spiel. Da muss man ein bisschen Feingefühl haben. Ich finde ohnehin, das Design dieser Fragebögen, kann ich einen Rückblick auf mein Studium machen. Das ein Fragebogendesign ist das harte Arbeit, das ist schwierig. Das ist wirklich nicht ganz einfach. Da muss man ein Feingefühl haben. Genau, also diese Mischung zwischen Atmosphäre reinbekommen, interessante Charaktere zu erstellen und im Prinzip schon so ein Foreshadowing für die Geschichte zu entwickeln. Das ist das Schwierigste, geht aber normalerweise auch. Und was ich interessant finde, wenn man das gemacht hat und was ich immer mache, ich schreibe im Prinzip so ein Konzept auf mit den drei Akten, mit den ungefähren Ideen, was da passieren sollte, baue dann die ersten Charakterfragen auf, um so ein bisschen Fleisch auf die Knochen zu bekommen und dann beginne ich wieder zurückzugehen und überlege mir, okay, was ich jetzt an Fragen gestellt habe, das ist ja ein Ding, was in der Geschichte vorkommen sollte. Wie sieht das aus? Das heißt, an dieser Stelle kommt so ein Hin und Her. Da sind jetzt auch die Möglichkeiten, weitere NSCs mit reinzubauen, die von dem Spiel nicht gespielt werden, die aber, und das ist, finde ich, auch mal eine Sache, die ich immer wichtig finde, die aber die Gelegenheit für Spieler, die ausscheiden durch einen ungeschickten Umwurf des Turmes, dann auch die Möglichkeit geben, dass sie wieder dabei sind, die dort so zu verteilen oder die Möglichkeit zu geben, es zu machen. Oder respektive sich zu überlegen, was bedeutet der Tod des Charakters? Ist der dann wirklich raus aus dem Spiel? Oder was denn eine Alternative ist? Er ist nicht mehr in der Lage, quasi Züge zu machen oder hilfreich zu sein, aber nicht mehr drin zu sein. Wie sieht so etwas aus? Mhm. Also ist er schwer verletzt und mitgezogen, kann aber noch was sagen oder ähnliches. Das sind Sachen, die man an der Stelle sich dann nochmal überlegt, wie sie nochmal in die ursprüngliche Geschichte, also in die Konzeption der drei Akte passt. Ich muss einmal ganz kurz unterbrechen. Wir haben gerade ein Real-Life-Drama vor dem Fenster gehabt. Das ist schon fast ein Dread-Szenario. Ein Mann kam zu seinem Auto, hat festgestellt, dass er ein Knöllchen hat, schmiss das Knöllchen genervt weg. Seine Frau kommt, nimmt das Knöllchen wieder auf und es gab ein kurzes Wortgefecht. Und jetzt liegt es am Boden. Ne? Nein, noch nicht, aber okay. Es könnte vielleicht noch der Fall sein. Ich glaube, das sorgte für einige Verstimmung. Fairerweise parkt er aber auch wahnsinnig schlecht, weil das ist nämlich einfach überhaupt kein Parkplatz. Aber gut. So könnte auch. Vielleicht kann man das als
einem Nährboden für ein Dread-Szenario benutzen. Genau, dann guckt man sich ein paar Filme an, wie Breaking Down. Falling Down. Michael Douglas. Oder auch, wie ist der, dieser schreckliche Cronenberg-Film, ich kann es da nicht gucken, dieser Body Horror. Crash oder was, wo die Leute sich an diesen Autounfällen weiden. Ja. Oh Gott, sowas kann ich nicht angucken. Da bin ich zu zart beseitigt für. Ja, also dann solltest du dieses Dread nicht spielen. Das ist hartes Zeug. Ja. Ja. So, das passiert nur, wenn man das live auf einer Con aufzeichnet. Das ist ganz praktisch. Okay, gut. Zu den Fragebögen ist mir übrigens noch was eingefallen, was ich auch nicht schlecht finde. Ich finde die Anzahl der Fragen manchmal etwas zu hoch. Ich würde die runterdampfen auf, also das sind ja meistens so 10 Stück oder so. Ne? Tatsächlich 13 werden, glaube ich, vorgeschlagen. Ich finde das zu viel. Ja. Das ist ein bisschen wie damals Fate, wo du auch 10 Aspekte machen musst. Das ist zu viel. Da sind die auch von abgekommen. Ich finde eigentlich so 7 bis 8 Fragen ausreichend schon fast. Es kommt wirklich aufs Szenario an, denke ich mal, weil die Möglichkeit, sich da schon mal für das Szenario, also Szenen schon mal einzubauen, die dann irgendwann kommen werden, die sollte man echt nicht vergessen. Also es ist nur auf diese Idee, was kann er, was hat er oder wo hat er Angst vor, ist manchmal ein bisschen wenig. Ich find auch diese Fragebögen interessanter, wenn sie diesen psychologischen Aspekt mehr beinhalten. Eine meiner Lieblingsfragen war aus dem Abenteuer mit der Crew, die im Wald verschollen ist. Und dann ist da die Frage, warum hältst du dich für den besseren Anführer? Das ist einfach großartig, sowas. Ja, das gibt richtig Stimmung. Genau, das ist. Und du kannst ja auch noch, das ist ja auch noch ein Punkt, das muss ja nicht in jedem Szenario vorkommen, dass du auch innerhalb der Gruppe vielleicht einen Verräter hast oder einen Verdachtsmoment, der diesen Charakter in den Mittelpunkt drückt. Das ist richtig. Also man hat wirklich unglaublich viele Möglichkeiten halt dadurch. Und es hat auch wirklich mit den verschiedenen Genres zu tun, wie man die nutzt. Ob man es jetzt quasi wirklich nur nutzt, um eine Figur zu schaffen, die irgendwie für den Spieler dann spielbar ist. Oder man sie nutzt, um im Prinzip schon so die Geschichte halt mit Informationen zu unterfüttern, die man dann im Spiel auf jeden Fall benutzt. Es gibt ja quasi Fragen, die sind dazu da, dem Spielleiter Ideen zu bringen, was er machen kann. Es gibt aber auch Fragen, die vom Spielleiter so eingebaut worden sind, dass sie dann auch wirklich was aussetzen. Also für Innsmouth, in allen Fällen steht halt da drin, dass sie eine Münze bekommen haben und dass sie irgendwas damit gemacht haben. Hat, ne? Also diese Münze ist irgendwie schon wahrscheinlich wichtig in dem im Szenario und alle Charaktere haben diese Frage drin und alle Charaktere müssen die Münze bei sich tragen, damit sie die Antwort, die kann nur so beantwortet werden, dass es am Schluss steht, okay, ich habe die Münze und dann weißt du nur noch, warum habe ich sie oder wo habe ich sie oder whatever, aber das ist, gibt dem Spielleiter auf jeden Fall schon mal die Chance, oder gibt es die Gefahr von wegen, die Münze hatte ich irgendwie weggeworfen oder ja, irgendwie kann man gegen was eingetauscht. Tolles Spiel das, übrigens. Das ist definitiv. Also war nicht Innsmouth, sondern Brett. Nein, das ist schon sehr clever designt, ja. Das ist wirklich wahr. Nochmal kurzer Funfact. Da, wo gerade der Mann ein Knöllchen bekommen hat, stellt sich jetzt der Nächste hin mit einem großen BMW. Es bleibt weiterhin spannend hier. Vielleicht ist es so ein verfluchter Parkplatz. Das könnte gut sein. Ich habe langsam ein klein bisschen Angst jetzt. Die ganze Zeit raus. Du bist abgelenkt. Ich finde das faszinierend, weil das ist definitiv kein Parkplatz. Es gibt nämlich hier Parkbuchten mit Schildern, wo man parken kann. Es tut mir sehr leid, aber ich hoffe, hier ist wahnsinnig viel los. Das Chaos regiert auf den Straßen. Das ist richtig. Aber die Leute lieben das, wenn wir hier so auch so Randerscheinungen kommentieren. Gut, wir sind immer noch im Bereich des Szenarioschreibens. Wir haben den Fragebogen abgeschlossen und können uns dann auf die eigentlichen Szenen konzentrieren, beziehungsweise auf die eigentlichen Aufbauten der Akte. Wie sieht denn ein guter Einstieg in ein Dread-Abenteuer aus? Haben wir ja schon vielleicht vorher erwähnt, er sollte sehr direkt sein. Also dieses klassische Horrorabenteuer, wo man erstmal Informationen einsammelt, die im Verlauf der Geschichte noch wichtig wären, das fällt manchmal ein bisschen weg bei den Sachen. Das heißt, Vorteil, sie sind entweder schon in den Charakterbögen als Thema schon aufgekommen. Das heißt, man weiß bereits irgendetwas. Oder es ist tatsächlich gar nicht so wichtig, zu viel zu wissen, ne? Weil die Unwissenheit ja auch einen großen Teil der Angst ausmacht an vielen Stellen. Oder die Charakterbögen sagen quasi schon durch die Antworten der Spieler, was denn schon sein könnte. Das heißt, der Spieler, der kann sich mal angucken, ah, guck mal, da hat irgendjemand eine Angst vor Insekten. Also werde ich mal mein Monster, was später vorkommt, etwas insektoider machen. Das ist übrigens auch wirklich sehr schön. Kannst du den Schrecken noch ein wenig unheimlicher gestalten mit einer der Ängste der Charaktere?
dass er mich an die letzte Dread-Runde gespielt habe. Ist tatsächlich nur 2-3 Tage her. Da habe ich dieses Unter dem Stahlhimmel gespielt. Das ist ein sehr schönes Abenteuer. Und habe mich tatsächlich am Ende des Abenteuers ein klein wenig geärgert, weil ich so viele von den Sachen, die die Spieler mir angegeben haben, nicht benutzt habe. Ne, nur zwischendurch mal, ach, das ist mir eingefallen, dann habe ich das nochmal reingesetzt. Und das ist auch wirklich schwierig, dann im Nachhinein sich die verschiedenen Charaktere durchzulesen, zu behalten, was die da genommen haben. Aber sehen wir es positiv, es ist im Prinzip immer ein Füllhorn von Ideen, die für das Szenario da sind. Problem natürlich dabei, das kann man beim Schreiben nicht wissen. Und deswegen die Idee, es möglichst vage zu halten an den Stellen. Und so kann man dann im Grunde auch die entsprechenden Akte und Szenen bauen. Man könnte sogar die Hauptbedrohung relativ vage halten, wenn zum Beispiel irgendwie das Ding aus dem Sumpf ist oder so, dann, wie das eigentliche Ding aussieht, könnten die Charaktere tatsächlich vorgeben. Also das könnte dann durchaus sein, dass eben der eine eben, wovon hast du die schlimmsten Albträume aus deiner Kindheit, und dann ist es vielleicht dein wiedergekehrter Stiefvater, der irgendwie das Ding aus dem Sumpf ist oder so. Absolut großartig. Also da gibt es natürlich, das ist gleichzeitig das die Krux einer Sache, dass man als Spieler darauf reagieren muss, ja. Aber das lernt man unglaublich schnell, und so blöd es klingt, man kann ja auch erstmal grobe Sachen machen. Das ist quasi dann nach die, sagen wir, die Kunst, die den Meister dann auszeichnet, dass man dann sagt, oh, das war eine originelle Idee. Kleiner Tipp dabei, die Spieler kommt die originellen Ideen, ja. Halt, man muss sich nur daran erinnern. Natürlich, das ist so ein bisschen als Spielleiter diese Flexibilität, dieses Improvisieren und so weiter. Das wird aber meiner Meinung nach dadurch ein bisschen aufgefangen, beziehungsweise man hat dieses Rettungsnetz der Struktur. Ich finde diese Struktur sehr hilfreich bei Dread. Also man geht ja im Prinzip durch die drei Akte. In den einzelnen Akten gibt es Kapitel mit, auch immer gut, man schreibt eine Überschrift darauf, wo man auch weiß, um was geht es da überhaupt halt. Ne? Dass man im Prinzip durch das Lesen der Überschrift schon weiß, ah ja, das wollte ich machen. Was ist denn ein guter Höhepunkt innerhalb des Dread-Abenteuers bei unseren Hillbillies? Was wäre denn da eine Idee, die man gut aufarbeiten könnte? Also, wenn man vom Stereotypen ausgeht, ist natürlich der Kampf gegen die Person, die das Hillbilly-Dorf anführt oder was es auch immer sein mag, was sich da entwickelt hat. Der Metzger. Der Metzger. Alternativ dazu ist es natürlich auch die Flucht, die auch ein klassisches Motiv darstellt, wo man sich dann überlegt, okay, was sind denn Züge, die eine klassische Flucht in so einem Horrorfilm darstellen könnten. Ne? Also Flucht, die aber immer bedeutet, dass man schwer verletzt ist. Also die Idee, dass irgendjemand aus der Gruppe halt gerade noch entkommt, aber dann mit gebrochenen Beinen sich durch den Sumpf ziehen muss, ist ein schönes Ding. Ja, würde ich auch mal so als Zug reinsetzen. Was ich auch interessant fände, wäre, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, nehmen wir mal an, der Bus ist irgendwie kaputt und so weiter, und die Züge dienen dazu, den Bus wieder fahrfähig zu machen, während du dann anschließend von der gesamten Gemeinde verfolgt wirst. Oder und, so. Und gleichzeitig wird man natürlich dann als Spieler verflucht, wenn man dann sagt, okay, wenn du den Bus reparieren wolltest, solltest du aber jetzt auch wirklich zwei Züge ziehen. Ja, natürlich, genau, richtig. Das ist wichtig, ja. Wo ich immer die meisten Probleme hatte bei Dread, waren eigentlich die Kampfauseinandersetzungen, die immer etwas schwierig sind. Und die finden ja meistens im Höhepunkt statt. Was sind denn da gute Tipps als Autor, um das irgendwie möglichst flexibel zu gestalten, beziehungsweise möglichst spannend, damit es eben nicht, ja, er schlägt zu, ich weiche aus, zieh's einen Stein. Eine Idee ist, die Sachen immer endgültig zu machen. Es kommt selten vor, dass Leute abwechselnd Steine ziehen. Ja. Oder mehrmals hintereinander Steine ziehen, weil als Spieler, da sollte man ja selber keine Steine ziehen. Genau, das stimmt. Ja, das heißt, wenn es heißt, okay, er schlägt mit dem Schlachtermesser auf dich ein, du ziehst einen Stein, er verfehlt dich, dann heißt das aber auch, dass er dann, dass der Kampf an der Stelle auch wirklich vorbei ist. Ja, es ist im Grunde nur ein Zug. Der gesamte Kampf ist ein Zug. Genau, dann kommt vielleicht eine Flucht. Oder noch besser natürlich, dass dann ein anderer Charakter irgendwas machen müsste oder in irgendeine Bedrohung gerät, ne, damit jemand anders mal zwischendurch zieht. Aber halt abwechselnd das zu machen. Lustigerweise ist mir das mal bei einem dieser Dread-Abenteuer, bevor ihr es so kongenial übersetzt habt, mal passiert. Und es gab einen Kampf zwischen meinem Charakter damals und dem Hauptbösewicht, der, glaube ich, 5 Züge ging. Oh, okay. Unter großen O und A, ob der Turm hält oder nicht. Und da kann man natürlich dann am Schluss sehr elegant den Turm umwerfen, ist ja auch eine Möglichkeit der Regeln, zu sagen, okay, wir beenden das jetzt hier gnadenlos, weil es wird nicht weitergehen, und dadurch habe ich die Chance, dass die Freunde dann halt entkommen können. Aber
Es war in dem Moment schon recht spannend, weil es sehr aussichtslos aussah. Ich muss aber dazu sagen, dass es zu dem Zeitpunkt auch ein Kampf Mann gegen Mann, respektive Spieler gegen Spieler war, weil sich einer von den Leuten als der Bösewicht gezeigt hatte. So. Aber trotzdem, dieses Duell sollte nicht immer am Ende eines Duettabenteuers stehen. Deswegen eigentlich normalerweise ein Zug, neue Szene. Ist wahrscheinlich auch der bessere Weg, um das Ganze abzuschließen und um auch die Spannung aufrechtzuerhalten, denn Dread stürmt ja immer nach vorne eigentlich. Im Gegensatz, wenn man es zum Beispiel mit einem anderen Horror-Rollenspiel vergleicht, zum Beispiel Cthulhu, was ja dann doch eher dieses, du hast diesen, bei klassischen Abenteuer das Nachforschen, eben dieses Wissen ansammeln und so weiter. Bei Dread habe ich immer den Eindruck, das ist wie so ein Blood Brothers-Abenteuer aus Cthulhu. Das schmeiße ich direkt rein, du musst mit der Situation fertig werden und dann anschließend steckst du eigentlich zum Hals in Problemen und musst irgendwie wieder rauskommen und meistens endet es dann auch irgendwie so mittelmäßig gut für dich. Und jeder Zug, der kommt, ist im Prinzip auf jeden Fall möglicherweise der letzte. Genau, richtig. Und das soll ja auch weiterhin Teil der Spannung sein. Ne? Also es ist ja auch Teil des Ganzen. Das heißt, wenn man es schreibt, die Züge wirklich benennen halt, ja. Also nicht nur zu sagen, was sind die Aufgaben da drin, ja, sondern auch wirklich, was sind die Teilaufgaben da drin und die Teilaufgaben sollten immer so sein, dass sie im Prinzip implizit auch schon mal was bedeutet es, wenn dann der Turm zusammenstürzt? Ja. Also tatsächlich auch bei solchen anfänglichen Kleinigkeiten wie, wenn ich mir jetzt anschaue, ich sage mal, in der Exposition, wir fahren durch das Dorf und sehen halt den Metzger, kannst du erkennen, was es ist? Irgendein Schussel wirft den Turm um. Man kann gnädig sein und sagen, okay, war ein netter Versuch, wir versuchen es nochmal. Aber man sollte sich auch in dem Moment überlegen, was könnte schon an dieser Stelle so Brutales passieren, dass die Figur rausgenommen wird? Der muss ja nicht sofort sterben, die Figur, ne? Das ist ja wichtig. Aber die kann eben vom Schicksal jetzt ausgesucht worden sein. Und dann ist natürlich, der Metzger hat ihn gesehen. Dann weißt du schon sofort, wenn der Metzger das nächste Mal auftaucht und der Charakter ist dabei, dann wird der Metzger der ist dann hin, wahrscheinlich. Das wäre eben eine Option. Und es wäre total im klassischen, exakt, wäre in der Szene drin, würde also passt zum Genre. Und es gibt ja bei einigen Dread-Abenteuern, die sind ja immer so aufgebaut, dass wir einen relativ breiten Rand haben, wo dann so Tipps sind, ne? Das sind so Spiegelstriche. Und da gibt es dann tatsächlich auch so Hinweise, was für Züge man dann machen kann, ne? Um zum Beispiel das Boot zu reparieren, um irgendwie rauszufinden, wie der Kompass und die Karte funktionieren und so weiter und so weiter. Sollte man also auf jeden Fall, wenn man das Szenario für sich aufschreibt, machen, weil es geht natürlich, dass man das on the fly macht, während man das Abenteuer schreibt und es kommen viele Sachen, die on the fly kommen, weil Spieler machen komische Sachen halt, ja, und die erfordern dann manchmal einfach Züge. Aber es ist für einen selber hilfreich zu sagen, okay, irgendwann in dieser Situation werde ich immer das Boot reparieren, den Bus reparieren, aus dem Haus rausfliehen müssen und so weiter. Und dann kommen natürlich solche Sachen wie, okay, eine verschlossene Tür aufzubrechen, ist ein Zug, kann man drauf kommen, erstmal aufzuschreiben, um zu wissen, okay, ach ja, man kann die Tür ja aufbrechen. Oder sich vom klassischen, vom Haken befreien, an dem man aufgehängt ist, ne? Ist schmerzhaft und wir wissen auch, genau, was passiert, wenn es nicht gelungen ist. Aber es sind Züge, die passieren und tatsächlich sind es ja auch dann für den Moment, wenn du das Spiel spielst, ja auch Punkte, an die man sich erinnert, was man jetzt einsetzen könnte. Ja. Genau, du musst ja als Spielleiter immer darauf achten, da das Spiel ja eben nicht mit klassischen Würfelwürfen funktioniert, musst du immer darauf achten, dass auch gezogen wird. Das ist essentiell für den Höhepunkt der Geschichte. Ich würde sagen, wenn man das Dread-Abenteuer dann in der Form hat, dann muss es noch nicht mal aufgeschrieben sein, richtig. Also ich würde das in Stichpunkten aufschreiben, Überschriften finde ich gut, dass man die klar benennt und dass man dann das macht, was am wichtigsten ist, wenn man es veröffentlichen möchte vor allen Dingen, Testspiel. Oh ja, das ist immer hilfreich. Ich würde auch sagen, tatsächlich ist dieses Konzept auch, wenn man Dread, das euer ausgedrucktes Werk da, ja, sich anschaut, ist auch genauso, wie es gedacht ist. Ne? Das ist eigentlich nicht so geschrieben, dass man sagt, okay, ich habe da was und werde es dann veröffentlichen, sondern es ist tatsächlich so, dass man zu seinen handschriftlichen Aufzeichnungen sich ein paar Gedanken macht und das definiert. Und das ist auch die beste Idee, wenn man einfach mal ein Spiel spontan, mehr oder weniger spontan leiten möchte, dass ich das genau in dieser Form aufzuschreiben und zwischendurch mal das Regelbuch zur Seite nimmt, zur Hilfe, was man beachten muss, halt unter den verschiedenen Stilen, die man macht. Und dann sollte man einfach mal sich mit einer Gruppe von Leuten hinsetzen und die Charakterbögen ausfüllen lassen. Dann kriegt man auch schon mal als Rückmeldung, was bedeutet das überhaupt? Genau, ne, weil die Frage verstehe ich nicht. Weil es ja schon in deinem persönlichen Kopf sein könnte, dass du schon so weißt, wie das aussieht und schon eine Idee hast, was die Frage bedeuten sollte, aber derjenige das eben nicht macht. Oder noch schlimmer, dass derjenige die Frage so beantwortet, dass es das, was du vorhast, total negiert. Es kommt extrem selten vor, aber vielleicht ein kleiner Tipp, mal auf die Sachen draufschauen.
anschauen und überlegen, was ist denn die harmloseste Antwort, die man darauf geben könnte? Ja, wenn das so, stimmt. Wenn das geht, diese Frage streichen oder neu definieren, dass sie eine möglichst harte Wahrheit rausgibt. Um mal den Beispiel des Hunds zu machen, kann natürlich auch einfach sein, dass er den Hund mit Schlaftabletten getötet hat. Oder deswegen bewegt sich der Hund in meiner Frage auch noch. Genau, ne, das ist ein Röhrchen mit Schlaftabletten, das ist ein Hammer. Ja. Das ist eben, ich meine, du kannst mit beidem jemanden umbringen, aber in einem Splatterfilm sollte es schon... Die Frage ist ja schon so gestellt, dass von uns, dass A, der Hund sich noch bewegte und B, ein Hammer im Spiel ist. Da was Harmloses draus zu machen, ist schwierig. Ist schwierig. Ja, musst du sehr kreativ sein bei der Frage. Aber sowas wie, was ist dein schlimmster Albtraum? Keine Ahnung, nicht genug Geld zu haben. Ja, das ist... Langweilig. Wobei, Wirtschaftshorror gibt es durchaus. Den täglichen meinst du? Den täglichen, aber ich ist es nicht auch, ich erinnere mich an das Danse Macabre von Stephen King, wo er das Thema, das ist dieser Hintergrundband zum Thema Horror, und da gibt es diesen Abschnitt zum Thema dieser Welle von Geisterhorror, Amityville Horror, diese Geisterhäuser. Und das ist im Grunde eine Familie ist, die endlich ein Haus hat und dann ist das Haus auch noch verflucht. Das ist, und du kannst nicht wegziehen, weil du ja eben alles in dieses Haus gesteckt. Sehr interessante... Ja, ich würde mir mit Wirtschaftshorror anderes vorstellen, eher sowas wie Eat the Rich, wenn du den kennst vielleicht. Oder American Psycho, sowas mit Absurditäten. Also wer möchte dazu ein Szenario schreiben? Also ich glaube, der Verlag ist offen dafür. Es wäre zumindest interessant. Ich finde ohnehin interessant, dass man mit Dread sehr viele Dinge ausloten kann. Ich würde gerne noch einmal kurz auf das Testspiel eingehen. Dread ist ja eigentlich immer sehr unterhaltsam, wenn man viele Leute hat in der Runde, also durchaus so 5, 6 Leute, kann das Spiel durchaus vertragen. Ich finde es mit 6 ein bisschen zu viel, aber so 5 habe ich gute Erfahrungen mit eigentlich. Ich sage aber, ab 3 geht's. Zu zweit kann man es auch spielen. Wenn man noch zu zweit ist, dann spielt man doch lieber... StarCross, genau, stimmt. Ja. Oh, sehr gut. Das ist Shoulder Placement, ne? Billig, also, aber... Wir müssen so eine Glocke haben oder so, die das kennzeichnet. Ja, aber du hast natürlich recht. Trotzdem, wenn man eben nicht so viele Leute zusammenkriegt. Man kann natürlich für sein Testspiel auch die Fragebögen so designen, dass zum Beispiel, wenn wir 3 Leute haben, und ich weiß, meine Gruppe spielt aus 3 Leuten, dann baue ich erstmal diese 3 Fragebögen nur, verknüpfe die untereinander und dann setze ich da noch irgendwie, weiß nicht... noch 3 weitere Bögen dran, wenn das Testspiel erfolgreich war, und guck, wie ich dann diese Figuren verknüpfe. Genau so ist es halt auch. Das kann man auch andersrum machen. Ich hatte jetzt zum Beispiel letztens nur 3 Mitspieler und wollte halt unter dem Stahlhimmel machen und habe tatsächlich auch mit 3 Leuten gespielt. Und habe dann tatsächlich die Bögen genommen und nochmal neu gemischt. Die für mich interessantesten Fragen genommen und die dann für die Charaktere, die ich mir vorgestellt habe, dann mit eingefügt. Und es ging problemlos. Das ist auch eine meiner Lieblingsfragen bei irgendwie, welches Lebensmittel oder welches Nahrungsmittel findest du eklig, was alle anderen toll finden oder sowas ähnliches. Da war bei uns Pudding. Sehr gut. Ja. Ich glaube, wir hatten Spaghetti oder so. Und dann dadurch ergab sich dann irgendwie so, dass man die Kabel, die dann irgendwie in den Zwischenwänden waren oder so, die sahen dann komisch aus. Großartig. Ich habe es schon direkt verblöd, indem ich gesagt habe, dass das Essen auf dem Raumschiff in erster Linie immer Pudding vor mich aussieht und er also deswegen schon eine schlechte Grundstimmung am Anfang des Szenarios da war, als dann der Pudding kam. Alle sind Tuben und wenn man das Testspiel erfolgreich beendet hat, dann kann man erstmal, vielleicht war es das erste Mal, dass man es gespielt hat, dann wunderbar, beendet. Wenn man es dann publizieren möchte, dann sollte man es natürlich aufschreiben, und zwar so, dass es eben für andere nutzbar ist, die das Ganze nicht vorher selber gebaut haben. Das heißt also, man sollte es klar gliedern, ne? Das ist bei Dread relativ einfach, weil es eben so schön vorgegeben ist. Man sollte darauf achten, dass die Überschriften sehr aussagekräftig sind, das hatten wir schon gesagt, und dass du eben ein bisschen Tipps am Seitenrand sozusagen hast für mögliche Zugänge. Wann zieht man, genau. Ne? Wann zieht man, wie oft zieht man halt. Und das Spannende ist tatsächlich, die Abenteuer sind ja relativ klein, dass das tatsächlich immer funktioniert, und wenn man das Abenteuer mehrmals spielt, man erstaunt ist, in welche verschiedenen Richtungen es geht. Das heißt, wenn man ein Probespiel gemacht hat, heißt es nicht, dass das Probespiel immer so aussehen wird, sondern man kann aber genau an der Stelle sagen, ich habe jetzt erkannt, ich muss noch ein bisschen mehr um die Atmosphäre mehr zum Thema Hilliberry Horde bringen, dann doch noch 2, 3 Fragen bei Charakter 3 machen, ne, dass wir ihn auch ein klein bisschen in diese Welt schon initial einführen. Das ist im Grunde, ist es so ein Dresser-Abenteuer, so ein 2-Komponenten-Kleber. Ne? Also wir haben das, die eine Komponente ist die eigentliche Struktur der Akte, und die andere Komponente sind diese Fragebögen. Also fürs Gefühl, wenn ich so ein Ding schreibe, dann brauche ich die Hälfte der Zeit, um den
Text zu machen für die drei Akte. Mhm. Die andere Hälfte der Zeit zu überlegen, wie sehen verdammt nochmal die Charaktere aus. Und dann hat man halt irgendwie 10 mal 5 Charaktere, 50 Fragen. Klingt erstmal wenig. Ja, auch textmäßig ist es überschaubar halt. Aber das ist eigentlich das, was das Fleisch auf die Kasse bringt. Das ist das Knifflige, ja. Da lohnt sich vielleicht aber auch am Ende des Testspiels, wenn man gute Spieler hat, da zu fragen, gibt es vielleicht noch eine Frage, die ihr euch hättet gewünscht oder sowas? Oder man diskutiert am Ende des Spielabends nochmal so ein bisschen, hey, die Runde war eigentlich ganz interessant, aber warum hast du mich denn nicht gefragt, wieso ich, weiß ich, immer ein Messer in der Tasche habe oder sowas. Ne? Oder warum ist keine Frage gestellt worden, ob man nicht tatsächlich Teil dieser Gemeinschaft irgendwann mal gewesen sein könnte. Auch gut, ja. Genau, stimmt. Gerade bei unserer Metzger-Geschichte jetzt. Ne? Das ist richtig, ja. Ja, wir hatten ganz am Anfangspodcast ja schon über Inspiration gesprochen und so verschiedene Arten, wo man das so herkriegt. Ich finde, das ist eigentlich auch immer ein interessantes Ding. Wir leben ja in einer Zeit, in der wahnsinnig viel Horrorkram erscheint. Das ist, hört ja gar nicht auf. Ich weiß nicht, ob du schon den neuen Nicolas Cage-Trailer gesehen hast für Die Farbe aus dem All. Ach, es gibt da so einen guten deutschen Film, der ein ähnliches Thema der macht. Ist, ja, natürlich. Und bei Nicolas Cage bin ich immer so ein bisschen... Ja, es ist Nick Cage. Also ich meine, das ist schon... Denk an Wicker Man zum Beispiel. Das war ein sehr unterhaltsamer Film. Habe ich nicht gesehen. Den hast du nicht gesehen? Nein. Okay. Aber er ist unterhaltsam. Er ist nicht gut, aber unterhaltsam. Oh, ich werde mir einfach jetzt angucken. Daniel, der muss ja ein wirklich guter Film sein. Das ist ein richtig guter Film. Werde mich dann auch beim nächsten Mal auf dich beziehen. Aber selbstverständlich. Ich spreche explizit von dem Remake, nicht von dem Original, der ebenfalls ein sehr guter Film ist, in einer ganz anderen Art und Weise. Ich habe ein klein bisschen Angst, aber aus ganz anderen Gründen gerade. Ich finde, wir haben ja schon so viele, viele Sachen abgedeckt mittlerweile, die rausgekommen sind. Also gerade auch dieser Filmband, der war mir sehr wichtig, dass wir da irgendwie was Cooles haben. Wir haben, Andreas hat so ein Zombie-Szenario gehabt. Wir haben im Grundband einmal den Lovecraft-Horror und so. Und auch ganz klassische Teenager-Geschichten, die ja auch sich wirklich anbieten für sowas. Aber wenn ich jetzt fragen würde, Kai, schreib doch mal was Neues. Wo würdest du jetzt rausziehen? Was wäre jetzt so das Ding, wo du sagst, das könnte ich mir gut als Dreading vorstellen, das ist noch nicht aufgearbeitet. Tatsächlich habe ich genau über diese Frage gestern noch nachgedacht. Ja, auch ohne Abfragen. Und ohne Witz, ich wollte dir gleich noch fragen, ich habe nämlich noch ein Genre, wo ich gerne noch was zu hätte. Okay, ich habe mich darüber nachgedacht, natürlich dann Wikipedia geguckt, was gibt es denn überhaupt für Genre? Und musste dann sagen, tatsächlich habt ihr mit dem Filmband schon mächtig viel abgedeckt, ne? Also ob es jetzt ein Body-Horror ist, bis zum Vampir, bis whatever. God's Army, auch toll, ja, ne? Ja, würde ich super gerne spielen, übrigens, aber das Fantasy habe ich noch nicht gelesen. Ah, okay. Hilly-Billy-Horror ist ja, glaube ich, da noch nicht bei. Nee, wir haben so ein 50er-Jahre-Blobartiges Ding. Ja, aber das ist ja kein Texas Chainsaw. Nee, das ist kein Texas Chainsaw. Das ist, glaube ich, was sehr, also einen echten Splatter, so ein Splatter-Ding, fände ich interessant, inklusive mit den richtigen Leuten zu spielen, weil ich glaube, das kann wirklich das ist nicht für jeden was. Eines der Cthulhu-Abenteuer, die ich auch am meisten mag, das war aus dem Blood Brothers 2. Hm. Hier musste ich gerade nachdenken, wie der Titel hieß. Und das Ding hieß Simply Red, aus Blood Brothers 2 ist es. Oh ja, sehr schön. Das mit dem Hund, ne? Das mit dem Hund, genau. Mhm. Einer spielt den Hund, soweit ich weiß. Mhm. Also die Familie, die Urlauber. Also wahnsinnig toll. Haben wir das gespielt eigentlich? Haben wir nicht. Aber ich glaube, das kannst du tatsächlich 1:1 in Red umwandeln. Also inklusive der, man muss sich halt nur über, statt den Charakterbögen von BRP, muss man sich überlegen, welche Fragen kriegt der Hund? Genau, ansonsten kann man es 1:1 übernehmen. Da muss ich sagen, wäre ganz geil, wenn da immer nur Wuff als Antwort stehen würde. Würde ich sagen, der Charakter, der muss überleben, weil einfach die Antworten dann so clever waren. Nice. Ja, was gibt es denn noch für Genres? Ich hatte überlegt, was wir noch nicht hatten, war so ein Kind des Teufels Horror. Oh, ne? So also das Omen. Rosemary's Baby. Ja, sehr gut. Ne, so Rosemary's Baby können wir richtig toll machen mit, das sind alles Nachbarn. Nachbarn ist eine gute Idee. Ich hatte als erste Idee halt gedacht, in einem Krankenhaus. Oh, das ist auch gut. Und okay, jetzt auch nicht für jeden geeignet, aber die Mutter ist möglicherweise ebenfalls ein Charakter. Ganz schlecht. Ne? Ja. Also das ist quasi, bevor es passiert. Ja. Wie gesagt, auch eher für den besonderen, besondere Runde. Es sind ja besondere Szenarien auch. Ja. Ne? Ich finde aber trotzdem, dass man immer noch diesen spielerischen Aspekt da drin hat, wegen dem Jenga-Turm auch. Ne? Also auch wenn die Themen durchaus manchmal etwas schwierig sind vom Geschmack her, dann ist es aber dennoch immer mit dem Jenga-Turm eigentlich sehr klar, dass es ein spielerisches Element ist. Ja, man lacht. Man lacht trotzdem viel. Es ist unterhaltsam. Halt, ne? Es ist unterhaltsam. Genau. Obwohl ich
immer wieder, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war ich bei Dread unglaublich skeptisch. Dachte, die Immersion kann nicht funktionieren, wenn man dauernd zu einem komischen Tisch rüber geht. Und Hölzchen, es ist erstaunlich, jedes Mal, wenn ich es gespielt habe, die Leute sind angespannt und selten wird so oft der Atem angehalten bei einem Horrorspiel. Und tatsächlich, so blöd es klingt, es wird tatsächlich weniger gelacht als bei einer klassischen Cthulhu-Runde bei mir, wo die Leute halt nicht so viel zu tun haben, sondern tatsächlich ist der Würfelwurf, strich das Ziehen des Blocks, halt für alle sehr, sehr interessant immer. Ja, perfekt. Ich bin gespannt, was du gleich zu meiner Idee sagst. Okay. Und vielleicht hören wir dann... Eine Idee kennst du ja schon. Wir haben ja schon bereits ein kleines Probespiel gemacht für eine... Oh, das ist wahr. Auch eine ganz andere Form von Dread übrigens. Da hast du mich übrigens drauf gebracht. Das stimmt. Das fand ich sehr interessant, weil es in dem Buch erwähnt wird, aber nicht... Ich fand es eben schwer umzusetzen, aber es hat trotzdem sehr gut funktioniert. Genau, die Idee war, ein detektivisches Abenteuer draus zu machen und... Es war Jack the Ripper als Background. Es war eine Mischung aus Jack the Ripper und Saw, hatte ich den Eindruck. Ja, nicht zu viel verraten jetzt an dieser Stelle, vielleicht aber doch. Ja, und ich glaube, da war es für mich am schwierigsten. Es ist im gewissen Sinne eine Art Schnitzeljagd, die dann auch Saw-mäßig eine große Rolle spielt. Und dann zu sehen, okay, was bedeutet dann ein Zug an der Stelle halt? Und ich fand es sehr erfreulich, weil es im Prinzip, um es ganz einfach zu machen, man bekommt einen Hinweis. Und wenn man mehr darüber wissen will, muss man ein oder zwei Züge machen. Und ich war sehr beeindruckt von meiner Spielergruppe, Daniel, das geht an dich halt, ne, dass ihr tatsächlich keine Hinweise teilweise brauchtet, um rauszubekommen, was das denn jeweils bedeutet. Ich bin drei Fragezeichen gestellt. Das ist der große Vorteil, ja. Genau, und deswegen... kam es am Schluss dann doch noch zu einem kleinen Zusammenbruch des Turms, aber hat mich doch beeindruckt mit wie wenig ihr zur Erlösung des Rätsels bekam. Weil es war nicht so einfach. Aber es war ziemlich gut. Also ich fand das sehr interessant, dass das gut funktioniert hat. Habe ich nämlich auch nicht geglaubt, dass ein detektivisches Ding mit dem Format funktioniert. Aber doch war es sehr gut. Ja, ausgezeichnet. Was ist denn deine Idee jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Das kann ich nicht sagen, das ist eine Überraschung. Das müssen wir nach dem Podcast aufzeigen. Oh, verdammt. Also ich sag's nach dem Podcast. Okay. Klasse. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr, sehr gerne. Wir werden mit Sicherheit uns über andere Dinge noch unterhalten, wenn wir wieder zusammensitzen, denn über das Internet haben wir es schon mehrmals versucht, das hat nicht funktioniert. Ja, der Daniel ist ein viel beschäftigter Mann. Es ist schwierig, ja. Sehr gut. Bis zum nächsten Mal dann. Ja, vielen Dank dafür. Ja. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss. Thank you.